Hallo Freunde, Folge 29 der Karriere von Jürgen Reinhold, den Amerikaner. Er befindet sich, oder ich befinde mich jetzt in der Slowakei, zweite Liga. Beim vorletzten bin ich eingestiegen, 2 Spiele absolviert, 1 Punkt. Wieder mal ein Gegentor bekommen in der 90. Minute. Jetzt wieder ein Heimspiel, das ist mein 3. Heimspiel in Serie. In 3 Tagen. Ich habe eine englische Woche vor mir, wie man so schön sagt. Bereiten wir uns darauf vor, wir brauchen Punkte wie ein Bissen Brot, denn wenn wir absteigen, wird mein Vertrag nicht verlängert. Daher schauen wir, dass wir da unten rauskommen. Bedanke mich jetzt auch schon fürs Zusehen, für eure Geduld, dass ihr gewartet habt. Ich habe in einem Video erklärt, warum es jetzt ein bisschen gedauert hat. Ich darf trotzdem wieder um Likes, Kommentare, Teil meiner Videos oder meines Kanals bitten. Würde mich echt freuen. Aber jetzt kümmern wir uns um Fußball. Da sind wir bei der Aufstellung jetzt. Wir sind noch immer am Wochenende, also das Training für nächste Woche hat noch gar nicht begonnen. Aber ich schaue mir jetzt mal an, ob ich da beim individuellen Training für die Spieler da ein bisschen was herausholen kann. Ich habe mir jetzt auch verschiedene Formationen durchgeklickt. Wie gesagt, mir wurde empfohlen von dem Personal, das da war, dass diese Taktik, dieses 4-4-1-1 am besten zu dem Kader passt. Sehe ich da eben, dass die Vertrautheit doch zu wünschen übrig lässt. Auch das Spielermaterial ist eigentlich nicht vorhanden. Ich habe keinen linken und rechten Mittelfeldspieler. Ich habe aber da super, der wäre super Flügelspieler, aber dann wäre das wieder zu offensiv. Und wie gesagt, ich bin schon im Wickelwackel, was ich da jetzt mache. Ich bleibe auf alle Fälle bei der Formation bis zur Winterpause. Und lasse jetzt die Spieler eben die Positionen trainieren. Und in der Winterpause schaue ich dann wirklich, ob ich da eine andere Formation finde, wo die Vertrautheit mit der Spieler höher ist. Und ich habe jetzt ein Heimspiel und dann wieder ein Heimspiel. Ich habe jetzt geschaut, die letzten 5 Spiele waren Heimspiele, also keine Ahnung, ob da irgendwas im Safe nicht rund läuft oder ob die anderen keine Plätze zur Verfügung haben. Keine Ahnung. So, jetzt schauen wir da eben beim Training, beim Christian Emmanuel Nguidol-Ballemi. Vielleicht haben welche bemerkt, dass in der letzten Ausgabe noch kein Bild von ihm da war. Das habe ich mir jetzt auch geholt. Wie ich schon gesagt habe, das wird ein wenig zu einem Hobby von mir. Spieler sammeln, also Bilder sammeln. Vielleicht gibt es die auch in irgendwelchen Updates, aber das ist mal, also nicht, müsste ich schauen, aber ob dann auch der dabei ist. So, schauen wir weiter, lassen wir uns da jetzt nicht ablenken. Nein, das sollte trainieren. Zielspieler ist der. Was er geeignet ist. Da klicke ich mich eben jetzt durch. So, und das werde ich eben jetzt machen, oder da klicke ich mich jetzt durch den Kader. Ich werde eben das Training für meinen Geschmack anpassen. Zusätzlichen Fokus kann man schauen, jetzt steht die Winterpause vor der Tür, vielleicht jetzt nicht gerade in der englischen Woche, da lasse ich das noch aus, aber dann in der Winterpause bekommt jeder von mir sein Programm und das wird dann durchgezogen und dann schauen wir, Was wir benötigen im Frühjahr, um nicht abzusteigen. Meld mich dann gleich, wenn ich da durch bin. Ich glaube nicht, dass euch das jetzt wirklich brennend interessiert. Ich gehe dann vereinzelt drauf ein, bei den Aufstellungen, was ich umgestellt habe, aber ich glaube nicht, dass ihr mir da jetzt zusehen wollt beim Klicken. So, da sind wir jetzt bei der Taktik und ich lasse jetzt durch die Mitte spielen und passe in die Tiefe, weil ich hier auf den Flügeln natürlich niemanden habe. Ich habe das alles so eingestellt, trainieren, positionsbezogen. In der Abwehr lasse ich mal jetzt alle kompromisslos verteidigen. Einfach den Ball weghauen. Und ich scheiß aufs Flügelspiel. Okay, na, das ist Pokalspiel, was ich da jetzt habe. Ein Pokalspiel. In 3 Tagen. Gegen einen Erstligisten zu Hause. Gegen den 10. Naja. Vielleicht geht was. Ja, Co-Trainer will keiner, wollen sie nicht zurecht werden bei mir, wie es scheint. So, die Presse geht da mit einem meiner Spieler hart ins Gericht wegen der letzten Leistungen. Ich habe jetzt mit ihm ein persönliches Gespräch geführt und habe ihm gesagt, ich bin jetzt neu da, ich vertraue ihm, aber er muss natürlich die Fehler einstellen. Er hat gesagt, er bedankt sich dafür und wird natürlich alles dafür tun, besser zu spielen. Na dann, merken wir uns das Gesicht, Lukas Skovaisa. So, da haben wir jetzt die 3. Runde im slowenischen Pokal, Heimspiel gegen den 10. der 1. Liga. 899 Karten verkauft. Aufstellung, ja, lasse ich so. Kommen schon rein von Spiel zu Spiel. Zudem nehme ich den Pokal jetzt nicht so wichtig. Ja, das Ziel ist erreicht, glaube ich, 3. Runde war das Muss, wobei man mir das ja eigentlich nicht angreifen kann, wenn es bis dahin nicht funktioniert hätte, aber die 3. Runde, ich lasse mir das auch jetzt nicht auf die Fahnen heften, dass ich die 3. Runde erreicht habe. Habe ich sie motiviert, scheinbar haben sie das letzte Spiel verloren gegen diesen Gegner, gesagt, revanchiert euch. Habe ich noch ein Spielfeldinterview. Ah, wie viele Fragen noch erst? Wir wieder in Blau-Weiß und links nach rechts. Natürlich wäre es super, wenn man weiterkommt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was es da an Geld gibt, aber kann man ja immer brauchen, vor allem als ein Verein wie Komarno. Da sind jeder Tausender ein Gewinn. Nur Wasser, Freunde. Bei den Schüssen hinke ich wieder hinterher. Oh, schade, aber gut abgezogen, bravo. Oh, Marcel. Oh. Klare Chancen, eine auf der Seite des Gegners. Ballbesitz 32%, nur Schüsse 4:10, 2:3. Aber finde, so arg in Bedrängnis waren wir jetzt nicht, wenn ich von den Highlights ausgehen kann. Kann man schon zufrieden sein. Ist das eine Dauer? Mehr im Mittelfeld. Die Abwehr, ja, da kann ich schon vorsichtig sagen. Solid, meine ich. Und der kann mehr. Und schauen wir, ob es fruchtet. Ein Kauderwelsch. Englisch, Slowakisch, Schwedisch. Puh, so, wow. Da keine besseren Optionen gegeben. War nicht draußen. Nein, Jackpot. Schade. Oder? Genau. Haben wir alles nach vorne im Cup. Man hat schon die gelbe. Gibt's da einen Ersatz? Nein, gibt's nichts. Hollywood, was soll's? Im Cup gegen einen Erstligisten. Kann man schon ausscheiden. Leider. Aber trotzdem. War okay, meiner Meinung nach. Zuhören will mir niemand. Hat nicht sein sollen. Wichtig ist die Meisterschaft. Weil da sieht man, wer am meisten schafft. Und wer der Meister ist der Welt, der kriegt auch das ganze Geld. Und für Geld, da kann man vieles kaufen, auch Spieler, die dem Ball nachlaufen. So schaut's aus im Gartenhaus. So, jetzt kommt's dann zum Heimspiel gegen Moravce. Da war ich auch beim Bewerbungsgespräch, die haben sich gegen mich entschieden. Daher, jetzt haben wir's eine, jetzt haben wir's eine. Jetzt zeige ich Ihnen, wo Gott wohnt. Nur cool jetzt die Taktik-Ratschläge, weil es so ja ein Co-Trainer, ich habe den U19 Trainer hochgezogen, aber auf so Leihwand. Direkte Freistoßschützen, Martej Konzal, Schütze hinzufügen, Empfehlung, Grund, Einer muss ja die Freistöße treten. Cool. Ja, aufgrund des Cup-Spiels muss ich da ein paar wirklich Änderungen machen. Konditionell bedingt. Ich glaube nicht, dass sich da ein paar bis morgen 15:30 Uhr erfangen werden. Deswegen wird da mal bunt durchgemischt. So, jetzt also gegen Zlate Moravec, die meine Dienste verschmäht haben, sind aber Tabellendritter, also wieder ein schwieriges Spiel. Vielleicht sind sie eben deswegen Dritter, weil sie meine Dienste verschmäht haben. 426 Karten verkauft. Das Team steht, wie gesagt, leider cup-bedingt muss ich auf ein paar doch gute Spieler meiner Meinung nach auf den Kader bezogen verzichten. Wobei, der geht eigentlich nicht, der Kreller. Da ist der, glaube ich, vielleicht sogar konditionell besser wie Kontai, ja. Ja, wie gesagt, konditionell oder leistungsbedingt arge Umstellungen. Ich spiele defensiv, weil es doch der Tabellendritte ist. Das durch die Mitte habe ich wieder jetzt weggenommen, da der Co-Trainer gemeint hat, dass die beiden links und rechts als Flügel doch besser geeignet sind. Ah, jetzt muss wieder ein U19-Spieler rein. Ja, und dass man da die U21 spielen lassen muss, ist auch C, wenn man das so sagen kann. Wollen wir auch wieder nicht zuhören. Den Stürmer motiviere ich und der Rest muss die Pinocchio-Partie aus dem Hut zaubern und wirklich Holz an den Tag legen. Hoffentlich nicht Holz geschnitzt. War ich, ja, brav. Sehr brav, Linienrichter, gut gesehen. Ja, du. Offensiv geht gar nichts, wie es scheint. Die Null muss mal stehen, dann geht das. Wobei ich glaube, nur 0:0 bringen mich auch nicht weiter. Dann wieder der Pass hinter die Abwehr, aber wieder abseits. Gott sei Dank, da muss man aufpassen. Wieder keine Schüsse abgegeben. Hat sich abgezeichnet. Ja. Doch eigentlich ernüchternd. Der Klassenunterschied. Ich erwarte eine bessere zweite Halbzeit. Das hat sie motiviert, ob es was bringt. Werden wir sehen. Die erste Halbzeit verschlafen wir hier eigentlich permanent, seitdem ich hier in Komarno bin. Mehr fordere ich da jetzt. Ah, es kommt nichts Zwingendes. Oh. Ja, jetzt haben wir ausgelassen. Ja, ich bin da auch gelassen in Komarno. Ich habe nichts zu verlieren, ich habe sie am vorletzten Platz übernommen. Da gibt es so ein Ping-Pong-Tor. Und, ja, wenn nicht, dann breche ich halt meine Zelte wieder ab. Wohne nur im Hotel. Dann offensiv die letzten 13 Minuten. Vielleicht können wir noch einen Punkt ergattern. Ich weiß jetzt nicht, wo ich stehen geblieben bin, als sich hier die Ereignisse überschlugen. Machen wir alles nach vor. Na? Nein! Vielleicht wäre das auch, werden wir dann sehen auf den Statistiken, des Guten zu viel gewesen, aber das kratzt doch keine Sau. Na komm, mach hier mal an, sind ja noch Spielzeit, aber wenn wir nicht nach vorne kommen, werden wir auch keines machen. Ja, so. Wieder eine Niederlage. Bleibt Gott sei Dank noch bei 4 Punkten, könnte aber bei einem Sieg von Slovan Bratislava auf 5 anwachsen. Naja. Nach der Winterpause wird es wenige Spiele nur noch geben, befürchte ich. Die nächste Niederlage für den Amerikaner, für mich. 4 Punkte. Wann kommt da eigentlich die Winterpause? Wir haben den 31. Oktober, jetzt haben wir noch November. November, 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 wo ist der Kalender? Da ist der Kalender. Es geht noch bis 7.11. und dann geht es am 6.3. weiter mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Spielen nach der Winterpause. Wird eine coole Sache. Ich freue mich jetzt auf die Winterpause. Da schaue ich mal jetzt dann an, ob ich da vielleicht wirklich jemanden holen kann. Vielleicht gibt da ein bisschen das Transferbudget etwas her. An und für sich bin ich mit der Mannschaft, mit den Sternchen, sage ich jetzt mal, nicht unzufrieden. Aber die Positionen sind halt, das wäre mir alles zu offensiv, wo die ihre Stärken haben wieder. Da bin ich ja bei Trellburg ordentlich auf die Schnauze gefallen. Ja, schauen wir, jetzt kommt die Winterpause. So, das war also Folge 29. Vielen Dank fürs Zusehen. In Folge 30 haben wir dann noch ein Spiel und planen die Winterpause mit den Testspielen und hoffen, dass wir dann in den letzten 12 Spielen, gibt es noch nach der Winterpause im Frühjahr, da durchstarten können und den Abstieg abwenden. Jetzt hoffe ich mal noch, dass wir da vielleicht in dem nächsten Spiel noch ungeschlagen davonkommen und der Rückstand auf dem rettenden Platz nicht zunimmt. Also wie gesagt, danke fürs Zusehen. Das war Folge 29, Folge 30. Kommt, Like, Kommentar, Teilen. Ihr wisst das alles schon. Baba, euer GR.